Hi Guys, willkommen zurück. Ja, ich bin schon wieder da, nach dem großartigen Vorentscheid gestern Nacht. Habe ich durchaus Lust, mich noch mal ein bisschen nachlesemäßig zu äußern zu dem, was passiert ist, zu unseren wirklich würdigen Gewinnern. Und ich mache am Ende noch einen kleinen Ausblick mit Tarotkarten. Ja, was so den weiteren Verlauf betrifft. Was wird mit unserem Lied passieren? Wie erfolgreich werden wir sein? Zu gestern noch mal ganz kurz. Ich fand es wirklich unterhaltsam. Ich habe gezittert. Ich habe ein bisschen skeptisch verfolgt die Bewertung der Jurys. Da dachte ich zum Teil, will man da irgendwie einen guten deutschen Konkurrenten ausschalten? Nichts gegen Will Church, der Mann hat eine gute Stimme. Der Song war allerdings nur mittelmäßig und auch die Performance sehr unterschiedlich. Einer kriegt nur einen Stein. Und Anitza Russo hatte eine wunderschöne Kulisse bekommen, hat auch wunderschön gesungen und für mich unverständlicherweise wenig Punkte vom Publikum bekommen. Icke wurde verhindert, Achtungserfolg, immerhin zweiter Platz. Also insgesamt bin ich sehr zufrieden und beginne mich immer mehr zu erwärmen für Lord of the Lost. Ihr hört sie im Hintergrund, die Live-Performance von gestern Abend. Und insbesondere live haben die Jungs mich überzeugt, weil sie es wirklich drauf haben. Ganz viel professionelle ja, Bühnenpräsenz, die Stimme war alles perfekt. Also, wir wollen wissen, wie geht's weiter mit unserem Song, und dafür nehme ich mal die Karten zur Hilfe. Ihr wisst, das ist ein Spiel. Das ist vielleicht ein bisschen mehr als ein Spiel, aber nehmt das nicht bierernst. Ich weiß selbst nicht, was rauskommt, wenn ich jetzt ein keltisches Kreuz lege. Ich deute es euch und mir und wir schauen, was davon eintritt. Alles klar, ich mische die Karten und dann könnt ihr mal einen Blick drauf werfen, wie das aussieht. So. So, ich ziehe zwei Karten für den Haupteinfluss. Das ist es, das kreuzt es. Das sagt der Kopf, das ist das Bauchgefühl. Das war, das kommt, so sehe ich das. Das Umfeld, Hoffnung und Ängste und das Ergebnis. Sehr schön. Okay, also die beiden Haupteinflüsse sind sehr solide. Da haben wir einmal die Münzen und dann hier die Partykarte, das Lasst uns feiern, die drei der Kelche. Ich möchte jetzt keine umgedrehten Karten deuten, das kann man machen, aber in dem Fall würde ich sagen, vom Kopf her, der Mond, hier ist auch das Unterbewusste wirksam, das etwas Düstere, die Nachtseiten. Und emotional haben wir hier die Mäßigkeit. Das ist eine durchaus ausbalancierte Energie. Was war? Das hier ist die Karte, die sagt, Prüfungen bestehen. Schlicht und einfach. Und das ist das, was kommt. Maskuline Energie, Element Feuer. Stäbe stehen für Feuer, stehen für Dynamik. Also hier sehe ich natürlich auch unseren Frontman, den Chris, in seiner perfekten Rolle als feuriger, autoritärer Mann. Gut, wie sehe ich das? Ich schließe mich dieser Feuerenergie an. Ritter ist eine Nummer kleiner, aber ist auch voller Dynamik, voller Vorfreude und Leidenschaft. Das Umfeld spricht hier ein bisschen von Zurückgenommenheit, Zurückgezogenheit. Fast als würde man jetzt so ein bisschen in die Understatement-Rolle gehen wollen. Hoffnung und Ängste. Da habe ich eine weibliche Karte. Ich weiß nicht, was die zu bedeuten hat. Das ist eine Frau und zwar eine sehr bodenständige. Münzen sind immer was sehr Erdiges. Vielleicht ist das die Konkurrenz. Vielleicht ist das, warte mal, ist das Norwegen. Norwegen hat eine sehr, sehr starke Frau im Rennen. Und das Ergebnis ist der König der Schwerter. Das ist jetzt auch wieder ein Mann. Ein starker Mann, allerdings eben nicht dieser feurige, sondern eher ein kühler, ein intellektueller, ein mehr luftig spiritueller Geist. Könnte der gleiche sein, könnte jemand anders sein, aber negativ zu unserem Beitrag sind diese Karten beim besten Willen nicht. Und das macht mich sehr froh. Also halten wir das so fest, wie es ist. Hoffen auf das Beste. Und wie gesagt, es sind Tarotkarten.
Ich weiß selber nicht genau, was rauskommt, wenn ich sie lege und kann erst im Nachhinein vielleicht Verbindungen erkennen und herstellen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst und mal wieder zuschaut. Für heute ganz lieben Dank und liebe Grüße. Tschüss.